Und wenn er mich dann so anguckt, mit seinen eisblauen Augen. Das muss einfach passen. Ich weiß, dass das klappen muss. Weil er doch nicht immer so übercool mit seinen Jungs labern würde. Von wegen, der hat schon mit Miri geschlafen? No way. Story, ey. Wenn ich doch nur mal ein bisschen Zeit mit ihm allein verbringen könnte, dann... Ja, er und ich. Egal wo. Egal wann. Vielleicht im Körnerpark im Sommer. Ich sag's dir, unsere Liebe wäre episch. Hör mal auf mit deinem Geheul, sonst will er dich eh nicht. Fick dich! Boah. Hey, klappt ihr euch schon wieder? Ja, Martha hat sie angefangen. Martha hat angefangen. Du hast doch angefangen mit deinem Typ. Erzähl doch mal, wie ist das denn gelaufen? Kein Bock mehr zu erzählen. Bist du beleidigt oder was? Erzähl du mal lieber, was mit Benny geht. Na? Was macht ihr denn so? Na, hab ich doch schon erzählt. Mhm. Wir haben's gemacht. Und was habt ihr gemacht? Was wohl? Hast du ihm schon eingeblasen? Willst du nicht? Doch. Nächstes Mal eben. Du weißt nicht, wie es geht, oder? Okay. Stell dir das so vor mit den Fingern. So, dann gehst du langsam runter. Mama! Was macht ihr denn da? Kannst du nicht anklopfen? Entschuldigung, ich wollte ja nur... Mama, wir sind beschäftigt. Martha, du musst... Mama! Martha, jetzt hör mir mal zu. Max kommt. Er braucht das Zimmer. Der kann doch wieder in der Besenkammer pennen. Martha, dein Bruder kommt ganz zurück. Er zieht wieder ein.